Im letzten Part haben wir Kilton erreicht, dieses schöne Städtchen hier an der Küste der Galar-Region. Und wir werden als allererstes kurz im Pokémon Center vorbeischauen, uns eine kurze Heilung gönnen. So kaputt ist unser Team gar nicht, auch wenn wir einen Kampf gegen Hopp hatten. Ich glaube, er hat uns geheilt, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, es ist immer ganz gut in einer Nuzlocke oder auch in einer Wonderlocke ein gesundes Team zu haben. Und ich muss unbedingt zum Brassbury Bahnhof, ansonsten werde ich hier niemals in Ruhe gelassen. Oh Mann. So, Kilton. Ah ja. Bevor wir irgendwas anderes machen, stehen wir auch schon hier. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Ah, na schön. Dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe euch gerne noch ein paar Autogramme. Hey! Ihr könnt sogar meine Ligakarte haben. Weg sind sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Betis ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Betis. Das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Wenn das mal nicht Delona ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade wieder eine hervorragende Idee. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose, aber die Zeit drängt. Na, streng dich schon an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Okay. Heißt das, wir sollen sofort aufbrechen zur Arena? Ich meine, meinetwegen können wir das gerne machen. Ich muss nur mal eben schauen, also... Ja, ich werde Fritzelblitz einsetzen in der Arena, damit es Training bekommt. Das wird ja sonst auch nicht stärker als die anderen. Und das sollte ja schon irgendwann der Fall sein. Oh, hier haben wir ein Item. Ein Magnet. Ja, ich schau mal, ob ich hier irgendwas finde. Irgendwas Nützliches. Gut, ich habe uns jetzt hier im Markt ein bisschen mit Heilsachen eingedeckt. Nichts Wildes. Hier kommen wir noch nicht weiter. Ja, ach, das ist so eine schöne Stadt. Auch gleich noch zum Leuchtturm gehen, bevor wir in die Arena gehen. Hier mit den schönen Booten. Und natürlich noch ein Item, eine Muschelglocke. Ja, die werde ich natürlich sofort jemandem geben. Hieß damals noch Seegesang. Habe ich auch im Renegade Platinum Projekt gerne verwendet. Ist die hier? Ja, hier ist sie. Und heilt ein Pokémon eben, so wie Überreste, allerdings abhängig davon, wie viel Schaden man gemacht hat. Ja, wer könnte davon am meisten profitieren? Wer macht gut Schaden? Eigentlich ja wirklich Kikalo. Fritzelblitz könnte erstmal Magnet tragen. Und es ist wahrscheinlich insgesamt ganz gut, wenn ich mal hier drauf zurückgreife, bevor ich gar kein Item trage. Typ Käfer, das brauchen wir eher nicht, das auch nicht. Typ Normal, ich meine Porygon... Kann es ruhig nehmen. Unlicht habe ich nicht. Wundersaat dann noch für Frubeiler. Dann haben jetzt erstmal alle was. Oder fast alle bis auf Gastella. Aber da kriege ich auch noch irgendwas Gutes. Da wären natürlich auch Überreste super. Seegesang kriegt leider nicht so viel. So, hier schauen sie sich alle Rose an. Naja, meinetwegen. Dann klappe ich mal diese ganzen Häuser hier ab. Na, das hat sich ja nicht so gelohnt. Da gab es jetzt nichts. Aber in diesem Haus, das so ein bisschen abseits steht... Vielleicht gibt es hier noch was.
Nein, oder? Nee. Gut, dann nehme ich das Item, was hier liegt. Ein Hyperheiler. Wir gehen noch kurz hier hoch. Ich meine, hier oben wird auch der Zug fahren, genau. Ist der Bahnhof. Gilt nicht ein Bahnhof, wusste ich gar nicht mehr. Ist irgendwas Besonderes? Wollt ihr tauschen? Nee, ne? Nee, ich rede von der Einallregion. Noch meinetwegen. Und hier muss man irgendwann mal Essen hinliefern, wenn man für das Restaurant arbeitet. Und hier oben eben die Züge fahren. Ja, gut, in den Häusern hier gibt es erstmal nichts. Dann schauen wir uns noch eben kurz den Leuchtturm an. Hast du noch irgendwas für mich? Nein. Ja, ich könnte auch Fahrrad fahren, aber ich laufe ganz gern. Hier ist auch noch der Pier. Und ich hätte hier sogar einen Encounter. Netzbälle, super. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns den Encounter hier. Und es ist ein... Oh, ein Piku da. Pokémon dieser Generation. Ziemlich cool, sehr stark, wenn es sich entwickelt. Und tatsächlich sogar über meinem Level. Gut, dann erstmal Donnerwelle. Agilität, ja gut. Das gleicht sich jetzt gleich mit der Donnerwelle wieder aus, aber wir sehen, dass Piku da ist schneller. Ich will den Encounter jetzt nicht vermasseln, deswegen gehe ich nicht auf Schockwelle, sondern einfach mal in den Beutel, nehme einen Netzball und werfe ihn. Ja, das dachte ich mir. Taucher. Okay. Ich habe ja nichts zu befürchten. Ich meine, der Taucher hätte Fritzelbiss wahrscheinlich schon wehgetan. Aber für Gastella ist das hier ja gar nichts. Giftschock sollte Piku da überleben. Das ist schneller, okay, das wundert mich nicht. Mhm. War ein Volltreffer. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Gut. Jetzt sollte es auch drin bleiben. Dann kann es gleich in den Zaubertausch und wir werden ein neues Pokémon erhalten, das wir wahrscheinlich nicht ins Team mitnehmen werden. Mal schauen. So, wieder schöne Level-Ups. Nadelrakete. Ach, Gastella möchte Nadelrakete lernen. Das ist super. Ich tue jetzt Giftstacheln weg. Okay. Also wenn ich ein Pokémon aus dem Team entfernen würde, dann wahrscheinlich Porygon, weil wir es nicht entwickeln können ohne das nötige Item. Und das ist natürlich schon, ja, jetzt gerade noch nicht so schlimm, aber so ab Level 30 wird es dann schon irgendwann auch bemerkbar, dass Porygon sich eben nicht entwickelt hat. Und ja, irgendwann wird es wohl aus dem Team rausgehen, wenn es nicht vorher besiegt wird. Mal schauen, was wir hier für möglichen Ersatz kriegen. So. Ich wollte noch zum Leuchtturm. Neben der Mülltonne liegt ein Supertrank, sogar zwei Supertränke. Ich meine, ach, hier ist sogar Kate. Ich muss also sogar hier hin. Und hier sind diese zwei coolen Statuen von der Entwicklung von Toxel, deren Namen ich immer noch nicht kann. Und da oben ist auch jemand, aber da komme ich jetzt auch noch nicht hin. Hey Kate. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Woher wusstest du das? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Delion höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Wir erhalten ihre Ligakarte. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Mhm. Ja. Wir gehen zum Stadion, ich werde aber noch mal kurz im Pokémon Center vorbeischauen.
Gehalt und getauscht. Was kriegen wir für das Piku da? Es geht in die Hände von Charlie. Und Charlie gibt uns dafür... Oh mein Gott! Ein Thermopod. Das dürfte sogar auf einem Level sein, das für mich brauchbar ist. Oh, bitte. Ja, aber ich habe jetzt natürlich schon Kikalo. Schade, aber vielleicht stirbt Kikalo ja in der Wasserarena. Mal schauen. Nein, das will ich natürlich nicht, aber... ich liebe Infernopod und... oder Thermopod erstmal. Und wenn das irgendwann ein Infernopod ist... Oh mein Gott, das hätte ich gerne im Team. Wirklich sehr gerne. So, erstmal kann uns Balduin... einen Köderball geben. Hätten wir auch gerade schon gebrauchen können, aber ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Du möchtest dich also an der Arena-Mission versuchen? Jawohl. Dann musst du dich erstmal umziehen. Ich weiß. Das ist mir nicht neu. Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Oh, okay. Aber ich mir dann neue Pokémon holen könnte, die gesund sind wahrscheinlich. Das ist dann nicht so gern gesehen, nehme ich mal an. Die Wasserarena von Kielten. Oh, sieht das schön aus hier. Gut, ohne die Röhren finde ich noch ein bisschen schöner. Hat so einen kleinen Mario-Vibe jetzt, aber ist okay. Ich meine, die Röhren sind ja nicht grün. Bei der Arena-Mission des Kielten-Stadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf dem roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Okay, dann mache ich das mal. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. So, bitte nicht meine Pokémon töten. Die erste Trainerin von Kate. Welche Pokémon hält sie für uns bereit? Barbara. Hat einen Schallquap. Okay. Wird irgendwann zu einem Wasserboden-Pokémon, ist aber noch kein Wasserboden-Pokémon. Und hat einfach ein sehr komisches Gesicht. Kanon. Mhm. Ja, nice. Schallquap wurde besiegt. Was kommt jetzt? Mebrana hat sie noch nicht, oder? Nee, sie gar nichts mehr. Huh. Sorry. Hab ich überschätzt. Wollte ich nicht. Ja, dann machen wir jetzt mal den roten Schalter. Und dann ändern sich die roten Röhren und beim gelben Schalter die gelben Röhren. Dann zurück und nochmal umschalten. Und ich komme weiter. Ja, ist ganz nett. Ja doch, ich muss jetzt erst da hinten hin. Die zweite Trainerin hat wie viele Pokémon? Claudia. Claudia hat ein Krabby. Und danach noch ein Pokémon. Ich sollte auf jeden Fall eine Attacke von Krabby überleben können. Wir sind auch schneller. Und wir besiegen Krabby. Okay, nice. Level up? Jawohl. Biss. Ja, gerne. Statt Jauler. 1, 2 und schwupp. Da haben wir Biss gelernt. So, Krebschor. Ja, ist jetzt auch nicht gefährlicher als Krabby. Die hauen schon ganz gut rein, diese ganzen Krabben. Aber wir sind schneller und... ja, One-Hitten. Auch dank dem Magnet, nehme ich an. Nice. So, jetzt kann ich den... gelben Schalter umstellen.
komme ich unten lang, dann kann ich den roten umstellen und dann komme ich auch oben weiter. So. Ich überlege, ob ich Fritz mit heilen sollte. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Ich habe einen Trank, der macht aber eigentlich schon fast zu viel. Aber ist egal, ich will hier nicht geschwächt. Ich will jetzt wirklich keinen Fritzeblitz verlieren, weil das haben wir erst seit kurzem und das soll auch ruhig ein bisschen länger überleben. Was macht der Schalter? Der macht das. Okay, dann komme ich zu einem blauen Schalter. Dann komme ich aber nicht mehr dahin. Ich könnte es theoretisch, wäre das hier nicht, eigentlich könnte ich auch dort vorbeigehen, aber das Spiel erlaubt mir das nicht. Aber theoretisch ist der Weg jetzt frei. Ich muss nur einen anderen Weg finden. Na gut. Huch, du hast es bis hierhin geschafft? Und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Naja. Ich brauche das Training, um Kate zu besiegen, Friederike. Friederike hat eine Remoraid. Und danach noch etwas. Remoraid ist besiegt. Und Kamihaps sollte auch nicht mehr aushalten. Da fällt mir aber ein, Kate hat die Entwicklung von Kamihaps und da brauche ich auf jeden Fall Frubeila für, denn das ist ein Wassergesteins-Pokémon und hat eben eine vierfache Pflanzenschwäche. Die sollte ich nutzen. So, Level Up für Porygon. Ich möchte Umwandlung 2 lernen. Was war das genau? Anwender einer Typ und wird gegen letzten Angriff... Ach nee, nee, nee. Das sind zwar ganz interessante Sachen, aber... Ja, die brauchen wir nicht. Die sind halt nette Gimmicks, aber nicht wirklich zu gebrauchen. Muss man dazu sagen. So, jetzt hier gelb umstellen. Dann bin ich eingesperrt. Das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung ist, das Blaue wieder umzustellen. Das Rote umzustellen. Jetzt das Gelbe umzustellen. Dann das Rote umzustellen. Dann das Blaue umzustellen. Dann müsste der Weg frei sein. Viel Lauferei, aber es lohnt sich. Und dann können wir zu Kate. Ich muss sagen, die erste und die zweite Arena, die kommen wirklich fast direkt hintereinander. Da war jetzt zwar Route 5 dazwischen, aber es war halt auch nicht sehr viel. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, jetzt kommt das Schwierige. Der schwierige Teil. Der Kampf gegen Kate. Wobei, wir gehorchen ja diesmal die Pokémon, von daher ist es gar nicht so schlimm. Willkommen, Arena Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Was die Arena alle von ihren Missionen denken und ich... Naja, also so schwer sind die alle nicht. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Wir werden sehen, Kate, wir werden sehen. Vielleicht beerdigst du ja mein erstes Pokémon. Arena-Leiterin Kate fordert dich heraus. Und zwar mit einem Goldini. Okay. So, wir können auch theoretisch Dynamaxen. Ist aber, glaube ich, nicht notwendig. Noch nicht. Hornattacke. Autsch. Reicht das? Nee, ne? Das dachte ich mir fast. Ich muss wechseln. Wenn ein Volltreffer kommt, dann wäre das tödlich. Das Risiko gehe ich nicht ein.
Aber Fritzblitz hat ja gute Arbeit geleistet auf dem Weg hierhin. Nochmal Hornattacke. Ja, und dann würde ich sagen Giftschock. Level up für Fritzeblitz. Es kommt Piku da. Das ist, wie gesagt, ein sehr starkes Pokémon. Es hat Biss, okay. Wie viel macht das? Okay, das war ein Volltreffer. Es ist nicht so stark. Okay, netter Schaden. Nochmal. Gut, da ist besiegt. Jetzt werde ich zu Frubeiler wechseln. Level up für Gastella. Und es kommt. Das beste Pokémon zum Schluss, Kamalm. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Ich hoffe, Frubeiler überlebt das, wenn ich jetzt wechsle, weil sie wird Dynamaximieren. Und dann haut sie mir wahrscheinlich eine Gesteinsattacke rein. Die hat Stab und ja, wir haben eine ganz gute Verteidigung. Danach kann ich Dynamaximieren, dann überlebe ich auf jeden Fall eine Attacke. Und hau, ja, deiner Flora raus. Das One-Hitted sicherlich, es ist vierfach effektiv. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Dynamaximiere dich, Kamalm. Okay. Deiner Angriff. Also kein Step-Move. Den Schaden habe ich ungefähr erwartet. Ich meine, wir würden überleben. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt Frubeiler nicht umgebracht. Hätte ich doch heilen sollen. Ich hätte erstmal Dynawall machen sollen. Dann heilen und dann hätte sie keinen Dynamax mehr gehabt und ich hätte in Ruhe was machen können. Jetzt sind wir natürlich auch langsamer, aber wir müssen das theoretisch überleben. Wir haben jetzt. Ach, das ist nicht viel mehr. Nein! Oh, bin ich dumm! Unendlich dumm bin ich! Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich wirklich. Ich hätte. So unnötig, so unnötig. Oh nein! Dabei war Frubeiler einfach das beste Pokémon, das ich bisher so bekommen habe. Das hätte ich niemals sonst ins Team genommen. Oh. Ja, deiner Flut, das tut jetzt natürlich sehr weh. Auf. Ja, es ist ja natürlich auch noch Regen. Ich meine, wir haben Wassertempo gerade geklaut als Fähigkeit, aber das Kamalm hat halt eben jetzt auch Wassertempo. Wissen wir ja, sonst hätten wir es ja nicht klauen können. Dementsprechend haben wir jetzt von dem Elite-Boost auch nichts. Es ist jetzt gerade echt gefährlich. Oh nein, Frubeiler. Kaltklinger. Noch mehr als die Hälfte. Ja. Ich habe ein Problem, ich habe ein großes Problem. Ich habe jetzt ein Item eingesetzt, 3 darf ich. Kaltklinge wieder. Selbst das hat sehr viel Schaden gemacht. Selbst das. Jetzt wird auch keine Kalklinge mehr kommen.
Wobei, wenn eine normale Attacke kommt, bin ich eigentlich ganz gut aufgehoben. Doch, es kommt Kaltklinge. Ja, die ist halt durch den Regen und durch den Step im Grunde so stark wie eine normale Attacke. Meine Verteidigung zu senken ist aber nicht so nett. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nur warten, bis der Regen aufhört. Dann habe ich ein bisschen... Okay. Also die nächste Kaltklinge überlebe ich. Weil es ist kein Regen mehr da, das gibt mir einen Vorteil. Giftschock ist, glaube ich, nicht effektiv. Aber ich will es herausfinden. Und zwar ein Volltreffer. Sehr gut. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Weil ich Frohbeiler verloren habe. Kopfnuss. Okay. Ja, ich kann das Glück einsetzen, das ist nicht effektiv. Super, was soll ich machen? Kaltklinge. Oh, alles. Tut mir leid. Verteidigung sinkt wieder. Wieder Kaltklinge. Muss ich jemanden opfern? Es sieht fast danach aus. Ich muss mich jetzt schon wieder wechseln. Jetzt wird eine Kopfnuss kommen. Das heißt, ich wechsle zu Kikalo. Dann haue ich einen Doppelkick raus und hoffe auf das Beste. Okay, das geht. Ich sollte sogar... Ja, Kaltklinge überlebe ich wahrscheinlich nicht. Ah, schwierig zu sagen. Wobei ich mich jetzt durch Sägesang heile. Oh, vielleicht reicht es sogar. Ne, es reicht nicht. Also ich habe einen Volltreffer. Sägesang? Oder Muschelglocke? Oh, das macht ja gar nichts. Oh nein, Kikalo, bitte nicht. Nein! Oh mein Gott. Aber jetzt kann ich zumindest sicher Fritzeblitz reinholen. Sie schneller? Nein. Nein. Mein Team ist tot. Mein ganzes Team ist tot. Oh, fuck. Ich dachte mir, dass Kikalo nicht überleben wird. Ich dachte es mir, aber Fritze... Wieso ist Fritze plötzlich schneller als dieses dumme Kamalm? Wow. Drei Pokémon gegen Kate verloren. Ich habe sie auf jeden Fall unterschätzt. Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Ja, mal schauen. Diesen Arena-Orden habt ihr euch redlich verdient. Alles hat an Frohbeiler gehangen. Hätte ich da besser gehandelt, hätten wir gar kein anderes Pokémon verlieren müssen.
Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Arena-Leiter der Feuerarena. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen. Wollte ich gar nicht mehr reden, ich bin so richtig durcheinander. Immerhin kriegen wir TM36 Whirlpool. Ja, super. Vielen Dank. Und immer noch die Uniform von Kate. Ja. Das ist jetzt wirklich sehr schlecht gelaufen. Nicht frei. Einfach nur das Ding an mich nehmen. Freilassen will ich hier niemanden. Auch nicht markieren. Es tut mir leid, ihr drei. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, ich werde jetzt einfach mal. Na, das habe ich auch wirklich gecallt, ne, dass das passiert. Ich werde die beiden mitnehmen. Jetzt habe ich zwei Feuer-Pokémon. Das ist auch nicht gut, aber. Ja, mal schauen. Ich habe auch nichts gegen Wasser-Pokémon, außer Porygon. Das ist gerade wirklich, wirklich schlecht. Schauen wir uns unsere beiden neuen Teammitglieder an. Thermopod hat sogar noch einen verminderten Spezialangriff. Pulverrauch. Indem es mit pulverigem Rauch umhüllt, hindert es Angreifer daran sein. Okay, es kann keine Statuswerte verlieren. Das ist gut. Es hat eigentlich ganz gute Attacke und auch physische. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung. Biss, Flammrad, Käferbiss, einrollen. Bin ich okay mit, ja. Ja, das hat jetzt ein Angriffswesen. Super, hat's auch nichts von. Aber eine Feuerimmunität durch Feuerfänger kann mir in der nächsten Arena helfen. Bürde, Feuerwirbel, okay. Wir werden damit arbeiten müssen, wir haben keine andere Wahl. Es tut mir furchtbar leid, dass ich so viele Pokémon hier verloren habe. Das hätte nicht passieren dürfen, wirklich nicht. Aber es ist passiert. Ich muss damit jetzt leben. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.